Hallo und herzlich willkommen zu Part 9 von Let's Play LEGO City Undercover zu 100%. Im letzten Part haben wir den Auftrag in der Bluebell-Mine abgeschlossen. Was habe ich da gesehen? Und da wir uns überhaupt nicht durchsetzen können, zum Beispiel gegen Rex Fury, müssen wir jetzt in das Dojo-Haus und Kung Fu lernen. Oder Karate oder... Ja, sowas eben. Ja, Alter, würde mich verarschen. Rutscht ein bisschen. So, ich will mal hier gucken. Die ist jetzt hier nicht zu. Denn da ist irgendwas. Ja, mal nachgucken, warum die zu ist. Was hast du zu sagen, du Opfer? Scheiße. Ich bin Polizist, ich muss ja durch. Sorry, aber wir können die Brücke nicht runterlassen, bis der schäbige Kahn unter ihr weg ist. Entschuldigst du dich nicht für die Beleidigung meines Schiffes, bewegt sich hier gar nichts. Niemals ist so sinnlos. Dieser stinkende Pott. Ja? Okay. Ich glaube, wir lassen das mal. Ja. Das hat ja doch keinen Sinn. Wegen sowas Sinnlosen, ja. Wirklich, nur... Tja. Die drehen jetzt ja alle um, die ganzen Fahrzeuge. Und wir schauen uns unseren nächsten Spezialauftrag an. Das müsste unser dritter sein, ja. Ja, wir haben ja hier schon diese Gongs geschlagen. Im letzten Part stimmt am Ende. Und schauen jetzt mal nach dort oben. Können wir auch gleich mal hinfahren, genau. Wenn wir schon einmal da Warte sind. Mal, da habe ich irgendwas gesehen. Was hast du gesehen? Oi, das hol ich da kommst du noch nicht ran. Hä, nicht? Nee. Stimmt, da fehlt ein Stein. Da fehlt noch ein bisschen Story dafür. Ja, den Rest können wir jetzt auch hochlaufen. Oder auch nicht. Nee, ich bin zu faul. So. Na dann, los geht's. Okay, mit der Kamera reingefahren. 4. Kung Fuchtelei. Also doch, lernen wir Kung Fu. Genau. Das ist eigentlich ein ziemlich lustiger Spezialauftrag. Er ist zwar sehr kurz, aber er ist auch richtig lustig. Da freue ich mich richtig drauf. Ja. Erstmal ein unendlicher Ladescreen. Ja, wir kennen es ja immer. Du hast sicherlich genau Ladebalken. Ist nicht so lang. Die längeren werden wir vielleicht sogar mal rausschneiden. Das geht ja alles. Ja, wenn wir uns dran erinnern, wenn ich mich dran erinnere, dass ich das mal machen wollte. Ja, der war nicht lang. So, jetzt erstmal Intro oder eine Sequenz, ja. Barry Smith. 24 Stunden für sie im Einsatz als Klempner und Kung-Fu-Guru. So geil. Einige verstopfte Abflüsse und Chakras seit 1987. Kann's ja mal versuchen. So, das ist der Innenhof. Ich muss das aufkriegen. Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ob ich das gebrauchen kann? Ja, na, die hat ja einen Schlüssel in der Hand. Ja, eben. Eine kleine Kann ich den nicht einfach verkloppen und das Ding eintreten? Ja, eben. Oder einen Schlüssel wegklauen. Ja, genau, da war schon die erste Spur. Wir haben ja im letzten Part, das war sogar schon im vorletzten Part, dass wir unsere neue Verwandlung da gekriegt haben, Bergarbeiter Chase. Damit könnten wir jetzt hier diese ganzen Blöcke weg... wegschlagen. Yeah. Ach, das war sogar die. Boom. Ach, Dynamit. Ja. Ja, genau. Und da gibt's sogar noch mega super duper duper Steine. Ich glaube, hier macht man sogar wieder 10.000 Gewinn, oder? War es nicht so? Nee, er macht keinen Gewinn. Ich habe gedacht, das Ding kostet nur 30.000. Das ist der Superbau. Der kostet 40.000, glaube ich mal. Ne, wir können es ja gleich mal angucken. Okay, das Ganze. Da müssen wir was wegsprengen, damit wir da hochkommen. Und da können wir erstmal was aufbauen. Was ist das denn wohl? Einen Hutständer draußen auf. Ein Hutständer, ja, also. Ich weiß ja nicht. Ja, richtig cooler Hutständer. Oh cool, 1 von 3, das heißt. So, hier erstmal Superbau, da muss man Ich habe jetzt wohl genug Steine für den Superbau. Ja, die habe ich schon die ganze Zeit. Ja. 40.000. Ich will natürlich nicht meine dafür ausgeben. Das wäre ja verschwenderisch. Hier gibt es nämlich immer. Weil die müssen ja damit rechnen, dass man mit 0 hierher kommt. Ja. Und dann müssen sie natürlich so viele Supersteine hinbauen in das Spiel, dass wir das dann eben am Ende hinkriegen irgendwann. Genau, also hier werden schön alle Spezialfähigkeiten, bin ich dumm, ja, genutzt und gezeigt. Ja. Hier gehen wir erstmal hoch aufs Dach, hier gibt es auch einen Haufen Zeug. Ich glaube, hier gibt es sogar lila eine Stats, die hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Der ist, glaube ich, hier hinten, ja, da ist einer. So, achtet mal schön auf die Anzeige. Oben, ja. Natürlich ist Stats mal 2 an, Stats mal 2 ist natürlich an. Ist erstmal bestimmt jetzt 50% da hochgegangen, ja. Ja, das
Weil der ist ja jetzt 20.000 wert, der ja. Stein. Weil normalerweise 10.000 und jetzt eben durch mal 2 20.000. Gut, ja, hier gibt's nichts. Ach, Mensch, da bekommt man das auch ganz schnell hin. Das erste, was ich mache, ist... Das hier. Das hier, diese blöde Leiter, da muss man nämlich nicht immer da... Genau. Oh ja, der Typ, der regt mich so auf, Alter, der ist so scheiße. Der jetzt hier genau unter dir steht, der die ganze Zeit labert und Ruhe bewahren. Irgendwelche komische, hässliche Kacke. Da hinten ist noch einer, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's schon, ja. Lego City Held haben wir. Ups. Ups. Bäm. Das geht aber schnell. Ja. Normalerweise hätten wir's auch hingekriegt, gell? Ja, freilich. Also in dem Auftrag schaffen wir's auf jeden Fall ohne. Noch ein Stück, so. Junge, riech mich nicht auf oder ich komm runter und verkloppt dich. Ich spiel zwar nicht, aber ist mir egal. Ich zeig dir gleich, was noch einfacher ist, und zwar dir einfach nur auf die Fresse zu schlagen. Naja. Hier, das muss ich machen, gell? Ja, und schnell noch das andere. Sonst geht die scheiß Fackel wieder aus. Das nervt auch tierisch. Da ist die nächste Rakete drin. Das war knapp. Die Fackel reichte gerade mal lang genug, um hierher zu gelangen. Ja. Da muss man uns mal beschweren gehen, Chase, ja. Na komm, steck's rein. Boom. Ja, yeah, irgend so ein komisches Männchen kicken. Und natürlich wieder 10.000 Stats. So. Stats natürlich, Bausteine natürlich. Ups. Hier ist der Asen. Ne, welcher ist denn das? Ja, der hier. Ja, genau. Erstmal alles zerstören da drin. Ah, genau, ah, hier unten kannst du auch gleich noch was machen. Ah, erstmal nochmal Hutständer aufbauen. Ja. Noch ein Hutständer, aber niemand trägt einen Hut. Hm, tja. Ja, es ist ja auch zu verprügeln da. 2 von 3. Ich glaube, das dritte, das kann man sogar auch das noch bekommen. Das ist lustig, mit dem Gamepad so schwenken. Ja, geht mit dem Gyrosensor. Ja, besser als beim 3DS, da ist der Gyrosensor nämlich total gefuckt, Alter. Jawohl, das ist aber sau einfach hier auf jeden Fall. Das könnt ihr einfach da unten drauf drücken mit der Hand. Ja, eben. Da gibt's die nächste Rakete und jetzt fehlt nur noch eine, dann können wir schon nach innen. Die ist auch da oben, da muss man auf der anderen Seite nochmal so. Noch so ein Typ. Und natürlich wieder ein 10.000er Baustein. Superstein. Und hier auch noch ein Klitz. Ja, ist gut. So können wir jetzt die Leiter wieder nach oben gehen, da geht es ein bisschen schneller und müssen uns natürlich wieder eine Fackel holen. Ach, halt die Schnauze, Junge, jetzt reicht's langsam. Der labert einen wirklich die ganze Zeit zu. Da kann er sich doch gar nicht konzentrieren und gar nicht richtig fighten da. Oh. Alter. So, jetzt Beeilung. So schnell. Da unten sieht er noch einen Pfeil. Halt einfach das Maul, Junge. Da müssen wir dann auch noch hingehen nach da unten. Das könnten wir sogar noch mit der schaffen. Schaffen wir auch. Natürlich schaffen wir es nicht, weil es verdammter Betrug ist. Die ist jetzt nämlich weg. Ja, ey, das ist doch... Sorry, ich sag's nicht. Ja, das falls mal ein richtig böses Schimpfwort kommt, dann muss ich das natürlich rausschneiden. Dann haben wir mal eine kurze Cut-Szene. Ja, das ist aber sinnlos. Ja, ich glaube, da ist der letzte Hutständer. Ja. Ja, der war hier oben, das wusste ich noch. Der letzte Hutständer vor allem, dann ja. Alle Hüte gestohlen? Ja, Moment. Bestimmt. Das sind hölzerne Kung-Fu-Dummies für das Training. Hutständer. Mann, bin ich blöd. Ja, endlich bist du, süßes ein. Naja, holen wir noch das letzte Ding, dann müssen wir noch mal hoch und noch ein Ding holen. Ach, da ist noch eine Leiter. Ja, ist jetzt egal. Und dann können wir das mal bauen, da was da ist. Mit den letzten 40.000 noch am Ende kicken. Zack. Und los geht's. Mal über 100.000 Bausteine. Nee, das bringt's ja gar nicht. Was? Die Leiter da drüben. Nee, die bringt's auch nicht. Da müsste ich eh hierher laufen. Hierher. Nicht so schnell. So, und jetzt holen wir uns noch das letzte Ding da unten. Ich glaube, dafür gibt es auch noch mal eine Polizeimarke. Und dann wird es noch so zur Seite gedrängt. Nee, dafür gibt es keine Polizeimarke. Doch. Nee, dafür gibt es, glaube ich. Ach nee, eine Figur. Stimmt. Stimmt. Ja, aber ich weiß noch, was. Ach nee, das ging hier noch nicht. Das kannst du noch nicht machen. Stimmt. Ich erinnere mich gerade an eine Aufgabe. Sobald ich hier raus bin, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Das stimmt. Die halten gerade mal 10 Sekunden. Oder du kannst mal versuchen, diese ganzen Lampions abzuschießen. Ach ja, genau, das war noch eine Aufgabe. Gell? Ja, doch, es ging doch sehr schon. Gut. Es ging doch schon. Ja, mit dem Sohn nicht. Nee, das ich hab da an was anderes gedacht gerade, was noch nur später die kommt. Roten. Ach so, das meinst du ja. Ja, ich hab gedacht, man kann die Weißen irgendwas mit den Weißen machen, aber ging nicht.
Na gut, das war noch eine Polizeimarke. Ich wusste, dass hier noch irgendwo eine gibt, aber die Aufgabe ist auch richtig asozial, die habe ich nie gefunden. Ich auch nicht. Muss ich nachgucken. Ja, die sind hässlich, also kannst du auch mal abschießen da. Bäm ins Gesicht. Ja, passiert nichts. Gut, so, jetzt können wir endlich. Genau. Was ist das eigentlich? Drache? Drache, ja. Drache bauen. Der ist richtig geil, der Drachen. Drachen, ja, der Drache. Drache! Ja, interessiert keinen. Nein. Die war eh scheiße, Junge. Solltest du wohl mal einen anderen Job suchen. Tja. Und ich dachte schon, Dambis Atem wäre schlecht. Ist auch nicht schlecht. Boah, Alter, genau 1 Million Stats. Ey, cool, stimmt. Auch stark. Ich hab gedacht, das kann ich noch machen, die Leiter da oben. Nee. Jetzt nicht mehr. Und hinein, wir können in das Innere des Dojos schauen. Also. Von den Typen sieht keiner wie ein Barry aus. Aber jetzt wissen, wie der aussieht, Junge. Man hier etwa ein Glöckchen läuten? Nein. Oh, der spoilert auch voll, der Junge. Ja. Ich weiß noch, was man machen muss hier, glaube ich. War das nicht irgendwas mit diesen Dingern hier zu kloppen? Ja, ich glaube, da diese Glocken kannst du irgendwie... Ja, genau, die kann man... Ah, nee, da kommt aber nur Geld raus. Ah, stimmt. Dann zerstör mal diese Blumenpötte. Ah, nee, das war wieder was anderes. Nee, stimmt. Nee, du kannst hier, glaube ich, nichts weitermachen. Es gibt hier nichts mehr, was du tun kannst. Oder zerstör mal da. Nee, alles gut, nee. Doch, ich glaube, irgendwas musste man zerstören. Zerstör mal wieder lauter gesperrte Fähigkeiten. Doch, Dynamit. Aber das kriegst du noch nicht. Ich komm nicht an den Automaten ran, ja. Oh, es ist. Nee, das kommt, das müssen wir alles später nochmal machen. Erstmal müssen wir uns da diesen Klöppel da holen. Ich habe ja immer alles zerstört. Oder musste man hier die Kisten zerstören? Nee, da gibt's ja nur eine von. Ich habe immer erst. Aber alles das hier musste man machen, da wo die gesperrte Fähigkeit ist. Und schaut euch mal die Fensterscheiben an, die sind ja mal mega geil. Das sieht ja richtig gut aus. Ich laufe immer erst rum und zerstöre alles. Genau, und das musst du mal auch machen, genau. Hier, das mit wieder gesperrte Fähigkeit. Na gut, dann können wir wohl nichts weiter machen. Dann musst du da hinten diese rechts, diese kleinen Teile zerstören. Dass da irgendein Ding war. Nee. Oder? Nee. Gut, das reicht. Naja, und gut. Noch Chaos. Ne, hier noch die scheiß Kerzen. Und die ganzen Bänke. Ne, das mache ich jetzt nicht gut. Ich mache das irgendwie, eigentlich mache ich das immer. Hier diesen ja. Sogar besser als ein Glöckchen. Damit sind erstmal alle wach gleich. Wir sind ja schon geübt im Gongsschlagen. Ja, das stimmt. Haben wir schon mal gemacht. Und jetzt kommt Barry und das, der Typ, das ist eigentlich einer der geilsten Personen im Spiel. Hör dir mal das an. Das ist geil. Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Ende. Ich kann Kung Fu. Zeichet mir. Und Klempner? Zeichet mir. Der Typ ist so geil. Das ist geil. K.O. Oh, Kinder gebrochen. Ja. Vielleicht sollte ich dich gegen ein paar meiner Schüler antreten lassen. Du bist so geil. Was er jetzt auch labert, ist auch stark. Dich ruft dein wahres Potenzial ab und triumphiere so über deine Gegner. Was auch geht, du wirfst sie einfach auf die Matte. Jo, das machen wir jetzt mal jetzt. Mal sehen, was du drauf hast, Chase. Ah, wie ging das? Was musstest du machen? Mach das als erstes. Y. Autsch, das hab ja sogar ich gespürt. Boom, alles ist tot. Das Geld braucht man nicht. Nö. Da hast du ja einen kurzen Prozess gemacht. Aber diesmal wird es schwieriger. Jo, na dann. Was musstest du jetzt machen? Stell dir vor, du entlüftest eine Heizung. Und jetzt doch. Wende das auf deinen Geist an. Ja. Kondom. Boom. Die verhaften muss ich die noch nicht. Nee, verhaften muss sie nicht. Noch nicht. Das will ich auf jeden Fall. Opfer. Autsch. Naja, die Risiken waren in ihr von vornherein klar, ne? Was kam jetzt am Ende noch? Nochmal X.
Lass die Bewegungen fließen, wie das Wasser durch die Kupferrohre deiner Entschlossenheit. Hoffe, du bist gut im Armdrücken. Ach genau, das kommt jetzt. Da kommen jetzt die zwei Spasten da vorne angerannt, ne? Bedenke, eine 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen Anruf beim Reisebüro. Ja, genau. Merkt er morgen noch. Kann ich sie werfen? Du kennst aber keine Gnade. Wirf sie mal gegeneinander. Oh, Junge. Komm. Der da weg. So. Hat es ja richtig gut geklappt, würde ich mal sagen. Keine Angst, das macht dir nix. Nee, da können sie auch was draus lernen, gegen so einen Noob wie uns zu verlieren. Das ist doch geil. Da steht ja nochmal, es ist irgendwie sinnlos, ne? Das zu seinem Platz steht wieder auf. Warte, ich wollte ihn hier packen. Höllisch weh. Nicht schlecht. Du wirst sehen, die braunen Gegner sind eine Spur härter. Natürlich sind die härter. Beim Kampf muss dein Geist entspannt sein. Entspannt. Das macht ihn gar nichts, glaube ich. Du hast den Herd angelassen? Da ist Elektro. Entspannt. Genau, da muss man den jetzt noch so komisch. Komm schon! Kannst du ihn eigentlich abwerfen? Das sieht morgen schlimm aus. Willst du das? Muss ich mal probieren, es kommt ja nochmal ein anderer Baum. Nur noch eine Runde, Chase! Das können wir nochmal alle. Aus! Nee, schade. Komm schon, noch ein! Ah, der Typ ist auch zu cool, um den zu schlagen. So, nimm es einfach mal allen ins Gesicht und dann sind die auch langsam weg. Ja, wirf noch ein! Ja, das ist wieder so ein Noob-Gegner, der hat erst einen, keine Ahnung, weißen Gürtel oder so ein Scheiß. Ich kenne mich nicht aus. Diesen Gürtel als Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Oh, hoppla. So geil. Ja. Und das, wer es glaubt oder nicht, das war's auch schon. Ja, das stimmt. Kung-Fuchtelei, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Zeit machen, Teil. Oh ja. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch den nächsten kleinen Auftrag machen, wir haben eigentlich noch Zeit, ne? Ja, das nächste ist nämlich kein Spezialauftrag. Es gibt ja nicht nur Spezialaufträge, es gibt ja auch nur kleinere Aufträge. Ja. Wieder mal zwei goldene Steine abkassiert und da sieht das doch schon ganz gut aus mit 20 von 450. Ja, die werden wir natürlich alle noch holen. Ja. Ach, das wird so ein geiles Let's Play noch, ich freue mich da echt drauf. Lego City Undercover ist ein richtig starkes Spiel. Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde so feiern, wenn es da mal einen zweiten Teil von geben würde. Also auf der Wii U oder auf der nächsten Konsole. Das wäre einfach nur so geil. Was wollen sie machen? Rex Fury ist wieder ausgebrochen oder was? Naja, irgendein neuer Typ, dass Rex Fury nicht der Oberböse... Ne, war ja. Ja, nee, also dass der nicht der Oberbösewicht ist. Naja. Freigeschaltet. Erweiterte Kampftechnik. Ach genau. Da können wir ja gleich mal ein bisschen abkürzen hier. Hey Chase, hast du kurz Zeit? Lass mich raten, das hat was mit dem Gefallen für Ellie zu tun? Ja. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um den nagelneuen Polizei-LKW abzuholen, der heute Nachmittag an der Polizeistation vorgestellt werden soll. Und dabei haben Kriminelle dich in die Finger bekommen, richtig? Wow, wie hast du das denn erraten? Warte, an welche Zahl denke ich? Hier ist ein Tipp, es ist die 6. Der LKW, Frank. Oh ja, sie sind ein bisschen damit rumgefahren, aber jetzt haben wir angehalten. Und wo seid ihr? Während der Fahrt habe ich ein lautes Nebelhorn gehört. Muss wohl der Hafen gewesen sein. Hafen, okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir über Gleise gefahren sind. Bahngleise, okay. Dann haben wir angehalten und ich konnte aus dem Fenster Krabby Cove erkennen. Oh, ich bin gleich da. Hätte doch Gleise angehört. Ja. Krabby Cove, ja, ja, Alter, ich schlag den dann so. Krabby Cove war, glaube ich, was war denn das? Ich glaube es... Oh, der Bus. Oh, was macht denn der? Na, er ist sorry, im Schwell im Boden. Das ist ein Notfall. Krabby Cove war, glaube ich... Steig mal bitte noch mal kurz aus. Und guck mal auf den Berg. Ich will mal sehen. Ich glaube, man sieht Krabby Cove auch wirklich von hier. Und das ist nämlich dieses Dingens da am Berg. Das gibt's auch in den USA, nicht der Berg dort. Ich hab den dann. Der Berg da vorne. Nee, der Berg rechts von uns. Der hier hinten. Ja, keine Ahnung, steig einfach mal aus.
Und geh mal in die Ego-Perspektive und guck mal irgendwie. Ach nee, das geht ja hier gar nicht, stimmt. Die Ego-Perspektive. Ja, aber auf jeden Fall sieht man das hier irgendwo. Links, geh nach links. Wo ist denn links? Geh nach links. Hier. Nee, links. Naja, wie weit denn noch nach links? Nein, nach links. Da an dem Berg ist das. Hier im Berg. Na, da der Berg genau vor uns. Da, wo man eigentlich gar nicht hin kann. Genau, da oben. Das müsste Krabby Cove sein. Du meinst das? Ja, das meine ich. Das gibt's ja auch wirklich in den USA. Mir fällt bloß gerade nicht der Name. Genau, Mount Rushmore. Ich glaube, das ist Krabby Cove. Davon. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Detail, dass das hier gibt. Okay, wir machen es doch nicht mehr an diesem Bau, würde ich sagen. Nee, jetzt habe ich uns hier zu viel aufgehalten, wie auch immer. Verarschen. Ja. Was denn? Die filmen dich auf der Straße lang. Ja, wer den nächsten Part nicht verpassen möchte, der sollte hier ein Like geben und abonnieren. Und wieder einschalten. Ja, sowieso. Gut. Dann sehen wir im nächsten Part auf jeden Fall, was Frank da mit seinem... Ach, da unten steht schon der LKW. LKW angestellt hat. So, gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.